Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's mit dem Projekt weiter. Ich habe mir mal hier Stoff bestellt. Ich wollte mir eigentlich Filz bestellen, das was so üblicherweise in Autos verbaut ist und Wohnwägen und so generell. Und ich habe jetzt hier Bastelfilz bestellt. Das ist ganz, ganz anders. Aber das ist jetzt erstmal nur so ein kleines Stück. Einfach nur mal so als Probe. Das ist jetzt 1 Meter mal 50. An sich sieht das schon, ja, geil aus, muss ich sagen. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Ich habe ein Armaturenbrett gebaut. Quasi auch so ein Ablagefach. Einmal hier, wie ihr seht. Dann habe ich noch so ein paar Instrumente eingebaut da unten. Zeige ich euch mal im Detail. Also hier haben wir einmal eine Voltanzeige. Diese Voltanzeige ist da, weil hier unten ein 9 Volt Block Akku hängt, beziehungsweise Batterie. Dann haben wir hier noch zwei Schalter, dann einmal das Schlüsselloch, um das ganze System anzuschalten und hier noch so ein Druckknopf. Und diesen Druckknopf wollte ich eigentlich nehmen für hier oben, mit dann eine Beleuchtung angeht. Könnte ich gegebenenfalls dann mit meinem Fuß an- und ausdrücken. Andernfalls würde ich mir noch einen Knopf direkt hier irgendwo einbauen im Holz, dass wenn ich liege, einfach drücke, Licht an und aus geht und das Ganze dann über diese 9 Volt Batterie dann läuft. Ich mache jetzt einmal hier das System gleich an. Hier ist noch ein Lüfter, den werde ich auch noch verbauen, wenn vorne die Front dran ist. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Kabel hier vernünftig verlegen und verlängern. Das ist jetzt alles erstmal nur improvisiert, wie ihr seht. Das ist jetzt einmal das Bedienteil für die Blinker. Das habe ich jetzt auch hier schon montiert, wie ihr seht. Das geht jetzt noch nicht an. Ist auch noch nicht so richtig fest, da ich ja den Lenker gekürzt habe. Und das System ist unabhängig von dem System. Meine Idee war, durch diese Knöpfe hier, wenn ich vorne meine Scheinwerfer habe, da habe ich jetzt schon einen bestellt. Richtig gute Qualität, den werde ich euch dann auch vorstellen und testen. Wenn der wirklich sehr, sehr gut ist, werde ich vorne links und rechts zwei einbauen. Und für einen günstigen, schmalen Taler, muss ich sagen, gibt aktuell keine vergleichbaren. Das Ganze würde ich dann halt über den Nabendynamo laufen lassen. Genau, andernfalls dann mit einem Akku betreiben. Dieses Armaturenbrett ist auch sehr stabil. Ich muss das noch ein bisschen bearbeiten und dann kann man da auch schöne Sachen draufstellen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich das Ganze mit dem Filz hier schön beziehe und dann hier diese Knöpfe schön einarbeite. Hier ist wie gesagt noch ein Lüfter. Dann habe ich hier noch so einen Becher mit eingebaut. Das wäre dann quasi so ein Kaffeehalter. Genau, dann mache ich jetzt mal hier, wenn ich diesen Knopf anmache. Ich habe hier unten noch zusätzlich eine LED-Beleuchtung eingebaut. Ich hatte noch Reste da, wie ihr seht. Einfach erstmal alles nur improvisiert. Eben schnell angelötet und fertig. So, jetzt mache ich mal hier an. Okay, warum geht da jetzt nichts? Genau, hier das Minus-Kabel war abgeklemmt. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier rechts andrücke, geht die Voltanzeige an und die LED da unten. Wie wir sehen, die Voltanzeige, die geht auch eigentlich sehr, sehr schnell runter, muss ich sagen. Also die Batterie ist sehr schnell leer. Das ist jetzt quasi die untere Beleuchtung und ich wollte diese Voltanzahl nur mit diesem Knopf erstmal anmachen, dass die halt nicht ständig leuchtet, weil das geht natürlich auf den Akku. Und dann kann ich separat noch diese Lampe einschalten, dann hinten die Lampe. Und wenn ich jetzt den halt anmache, habe ich hier oben schon mal Saft. Und wenn ich jetzt den Blinker nach rechts drücke, seht ihr auch, dass diese Lampe flackert, weil dieser Akku bzw. 9 Volt Blockbatterie, die ist einfach zu schwach. Ich mache jetzt mal den Blinker an. Wie wir sehen, Licht wird hell und dunkel. Aber die rechte Seite blinkt auch jetzt. Und hinten auch rechts.
Das Ganze dann kann ich auch jetzt Warnblink machen, aber dann geht das Licht richtig schwach. Wie wir sehen, das ist jetzt unabhängig. Ich muss die Knöpfe gleichzeitig drücken, dann gehen die auch gleichzeitig an. Hinten genauso. Und hier drüber, ich mache die mal aus. Und hier drüber habe ich jetzt die Vorderradlampe angeschlossen. Erstmal nur die, da kommen aber dann zwei dran. Und vielleicht verbinde ich die Lampen dann auch mit dem System. Wobei, das geht ja jetzt gerade gar nicht, weil ich ja Nabendynamo-Lampen gekauft habe. Auf jeden Fall drücke ich hier. Dann geht das Licht vorne komplett aus. Ist einfach zu viel Saft, dann leuchtet die Lampe. Und vorne dann auch erstmal. Das Ganze werde ich dann noch schön verkabeln. Das Armaturenbrett werde ich noch ein bisschen verändern. Wahrscheinlich noch ein bisschen dicker machen. Und dann endgültig mal mit diesem Stoff beziehen. Das ist auch mein allererstes Mal und ich versuche das mal. Mit Sprühkleber und dann einfach drüber. Ich überlege noch ein, zwei Knöpfe mehr zu verbauen, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Und diesen Akku würde ich dann gegebenenfalls abklemmen und dann am festen System anschließen. Muss ich aber nochmal genau schauen. Ich werde das Ganze mal ein bisschen besser verkabeln, dass das halt alles anliegt irgendwo und nicht so irgendwo frei rumhängt. Genauso wie hier habe ich jetzt was reingemacht. Hier kommt noch eine Schicht drauf dazwischen und dann war es das auch. Noch eine Schicht Pappe einfach so und dann Kissen fertig. Hier, das bleibt dann auch erstmal so. Fensterscheibe schon eingebaut, die andere schon geschnitten. Und das Ganze wird dann halt noch verklebt und umgebaut. Vorne können wir halt sehen, wie diese Batterie richtig leer gezogen wird. Das ist anscheinend dann doch nicht so eine gute Idee, das Ganze halt über diesen kleinen Akku laufen zu lassen. Ist aber auch erstmal alles nur improvisiert. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt mal weitermachen. Und dann zeige ich euch, wenn das alles verkabelt ist. Ich habe mal jetzt eine neue E-Bike-Lampe bzw. Fahrradlampe bestellt. Einmal dieses Modell. Ich habe jetzt schon mal hier die Dachlatte reingemacht. Die war ursprünglich nicht da. Und ich werde jetzt eine von vorne verschrauben, dass ich dann quasi die Lampen hier dran schraube. Dann haben die auf jeden Fall einen festen Sitz. Und hier ist meine Verkleidung, die erste. Ich habe ja noch eine neue gebaut. Und das soll quasi dann so ungefähr aussehen. Links und rechts. Und hier dann die Blinker rein. Und ich habe ungefähr schon gemessen. Wenn ich das in der Höhe mache, kann ich die, wie gesagt, hier schön festschrauben. Und dann könnte ich quasi die Hülle sogar draufsetzen. Aber das werde ich ja sowieso alles verkleben. Hier die Innenverkabelung habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen verlängert alles und richtig gemacht. Ich muss hier noch zwei, drei Kabel verlängern und das war's dann auch. Ich habe jetzt auch hier dieser rechte Schalter. Hier hinten rechts, der ist dann für die Beleuchtung da oben. Da hinten, da kann ich auch alternativ LED-Streifen dran klemmen. Das ist jetzt halt eine LED-Lampe. Werde ich euch gleich nochmal dann genau zeigen, wenn ich den Rest verkabelt habe. Ich werde vorne mal die Dachlatte eben reinziehen. Genau.
Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier vorne ist eine ganz alte Lampe von mir. Das ist so eine Arbeitslampe. Und ich habe mir gedacht, ich werde die einfach mal da vorne dran machen. Das wäre quasi so mein Abblendlicht. Ich werde jetzt mal kurz die Beleuchtung da anmachen. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Das ist jetzt das Vorderlicht. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, aber wenn ihr mal so nach vorne schaut. Also ich habe jetzt quasi hier das Licht, das geht dann damit an und aus. Und hier ist auch so eine, wobei das ist jetzt eigentlich eine Hupe, das habe ich aber jetzt als Abblendlicht genommen. Ich überlege mir da noch eine vernünftige Lampe zu kaufen, die etwas heller ist. Aber wenn ihr mal schaut, ja gut, jetzt nicht viel. Gestern Abend in der Nacht, da war das schon richtig gut krass am Leuchten. Dann habe ich schon mal hier ein bisschen Styropor reingemacht. Das ist ein bisschen zu breit, das wälzt sich in der Mitte. Deswegen muss ich das nachschneiden. Ich habe da noch 6 Streifen ungefähr, maximal. Die sollten ja eigentlich auch für meinen Fahrradwohnwagen sein. Allerdings habe ich jetzt schon davon ein paar Stück klein geschnitten. Und ich habe nicht mehr viele, deswegen werde ich einfach den Rest dafür brauchen. Auf jeden Fall hier in dem hinteren Bereich, dann hier wahrscheinlich, Türenbereich und hier vorne. Das würde gerade noch so reichen. Oben jetzt nicht unbedingt, muss ich mal schauen. Vielleicht organisiere ich mir da noch was, ich bin mir noch nicht sicher. Dann habe ich hier unten den Lüfter mal hingelegt. Die Frage ist, wo würdet ihr den Lüfter für die Abluft hinbauen? Ich weiß nicht, ob da unten eine gute Stelle ist oder vielleicht sogar einfach hier hinten, genau schön mittig oder weiter unten und dann rundherum mit Styropor verkleiden. Also unten ist mir schon wichtig, dass das Ganze gedämmt wird, weil die Kälte ja von unten kommt. Und hier gerade in dem Bereich, weil ich hier natürlich auch dann mit meinem Kopf liegen werde. Genau. Dann habe ich die ganze Verkabelung noch mal ein bisschen schöner gemacht. Das sieht jetzt auch alles sehr wild aus. Das ist aber nur, weil hier dieses Kabel noch zu kurz ist. Wenn ich das jetzt verlängere, ist das alles nach hinten. Hier haben wir ja jetzt die Instrumente. Wenn ich jetzt einmal hier links anschalte, habe ich hier unten eine Beleuchtung. Habe ich euch, glaube ich, schon mal alles gezeigt. Dann kann ich hier einmal den Batteriestand anzeigen lassen, separat, mit der nicht dauerhaft leuchtet. Und jetzt kann ich jeden einzelnen Verbraucher mit anmachen und der zeigt mir dann die Spannung, wie sie fällt. Also Beleuchtung zum Beispiel unten. Dann hintere Beleuchtung, einmal da oben, da sehen wir auch, wie die Voltanzeige fällt, eigentlich. Und diese Voltanzeige ist auch hier über das hier alles gekoppelt, damit ich halt weiß, wann die Batterie leer ist, weil das sind natürlich meine Blinker. Und wenn die jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren und ich nicht weiß, dass die nicht mehr funktionieren, ist das natürlich ärgerlich. Deswegen habe ich hier vorne dann nochmal einen Kontrollstand. Und ich bin mal gespannt, wann diese Batterie komplett leer ist, diese 9 Volt Block Batterie. Dann werde ich mir nochmal eine neue kaufen und dann mal genau alles, ja, detailliert mir merken. Genau, wenn ich jetzt hier die Blinker anmache, sehen wir auch, dass die Voltanzahl sinkt. Das ist halt, weil immer aufleuchtet und nicht. Wenn ich jetzt Warnblinkanlage anmache, sinkt noch mehr die Voltzahl. Irgendwann blinkt halt die LED, kann ich euch mal zeigen eben. Da zum Beispiel, wenn ich jetzt noch Blinker anmache, sehen wir, deswegen, da alles wird natürlich nicht immer laufen, deswegen muss man halt gucken. Wäre natürlich besser, das Ganze über ein 12-Volt-System anzuschließen.
Zweite Lampe habe ich mir gestern noch bestellt, wird jetzt kommen in den nächsten Tagen, dann werde ich die auch da installieren. Blinker sind schon installiert, Rücklichter muss ich mir noch organisieren, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Es gibt so welche mit Akku und da würde ich gegebenenfalls den Akku ausbauen und direkt eine Kabellage bis nach hinten machen, damit ich per Knopfdruck halt die komplette Beleuchtung anmachen kann. Also von innen mit alles leuchtet. Das ist so meine Idee. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, welche ich mir genau gönnen werde. Vielleicht könnt ihr da irgendwelche Tipps in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr gute Ideen. Seid mit irgendwelchen Rücklichtern sehr, sehr zufrieden. Klein müssen sie sein. Genau. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal ein bisschen weiter verkleiden, die Kabellage kurz noch machen und dann, ja, geht's ans Eingemachte. Kommt die Seitenverkleidung drauf, wird das Ganze schon mal verklebt.